Hallo und herzlich willkommen zur Ziehung der Tageskarte für den 21.03.23. Dann bin ich mal gespannt, welchen Input wir für diesen Tag jetzt bekommen. Und da ist sie schon gefallen. König der Münzen haben wir bekommen. So. Die Stärken dieser Karte sind Versorger oder Versorgerin und Verhandlungsführer oder Verhandlungsführerin. Die Chance, in der Lage, jede Situation zu lösen. Also du kannst heute sehr gut als Verhandlungspartner tätig werden und auch sehr gut in die Verhandlung gehen und deinen Standpunkt klar machen und deinem Gegenüber darlegen. Die Schwächen dieser Karte sind halt Emotionen. Denn Emotionen unterdrücken unser logisches Denken, was uns in vielen Situationen für Intuition hilft, was jedoch aber auch negativ ausgelegt werden und als Schwäche bei Verhandlungen gesehen werden kann. Daher müssen wir darauf achten, unsere Emotionen nicht zu hoch kochen zu lassen. Also, dass wir sie halt dazu nutzen, unseren Standpunkt besser klar zu machen und unsere Verhandlungen voranzutreiben. Die Gefahr dieser Karte ist, der Durst nach Gewinn und materiellen Gütern lässt die emotionale Seite zu kurz kommen. Also es kann auch das Gegenteil passieren, dass wir emotionslos werden, wenn wir einfach nur mehr haben wollen. Sei es Geld, sei es Macht, sei es Waren. Alles, was wir mehr wollen, lässt uns nach und nach kälter werden. Die Botschaft dieser Karte ist, ein erfolgreicher Geschäftsmensch, ein Mensch, der in Sicherheit lebt und auch ein guter Familienmensch, muss sich auch auf der emotionalen Seite reich fühlen, um glücklich zu sein. Diese Karte möchte also sagen, dass Emotionen im Endeffekt zwar unsere Schwäche sind, aber auch unser größtes Gut, das wir nicht achtlos wegwerfen sollten für materielles Leben. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen wunderschönen Tag.